In den letzten Wochen haben unglaublich viele YouTuber ihre Einnahmen offengelegt, also ihre Einnahmen von Jahr 2022. Und die schauen wir uns in diesem Video mal genauer an und ich stelle dir die Top 10 YouTuber mit den höchsten Einnahmen auf dieser Plattform vor. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ich persönlich finde das immer super spannend, wenn Selbstständige, also zum Beispiel YouTuber, ihre Einnahmen veröffentlichen. Ich finde, es gibt gar keinen Grund, darüber nicht zu sprechen und deswegen habe ich sehr gerne alle diese Videos angeschaut und habe eine Liste erstellt von den Top 10 YouTubern mit den höchsten Einnahmen. Wichtig hier, ich habe natürlich nur die YouTuber genommen, die ihre Einnahmen auch veröffentlicht haben. Aber ich möchte vorab noch einmal ganz kurz erklären, wie verdient man eigentlich auf YouTube Geld? Vor diesem Video und vor vielen anderen Videos wird Werbung geschaltet. Das heißt, die Werbung, die du auch irgendwie gesehen hast, bevor du dieses Video sehen konntest. Und von diesen Werbeeinnahmen bekommt der Creator, also der YouTuber, immer einen Anteil ab. Um genau auszurechnen, wie viel man verdient, sind zwei Zahlen wichtig. Die erste Zahl sind die Aufrufe, weil wenn ein Video aufgerufen wird, nur dann kann auch Werbung gezeigt werden. Wenn ein Video nicht aufgerufen wird, kann keine Werbung angezeigt werden. Und deswegen ist natürlich erstmal die Anzahl der Aufrufe entscheidend. Und dann gibt es den sogenannten CPM. CPM heißt Cost per Mille. Das heißt, wie teuer ist es für Unternehmen, vor einem Video angezeigt zu werden? Unser CPM, um euch mal ein Beispiel zu geben, liegt aktuell bei 17,05 €. Das heißt, wenn dieses Video 1000 Aufrufe bekommt, dann haben die Unternehmen 17,05 € dafür bezahlt, vor diesem Video angezeigt zu werden. Aber das ist ehrlicherweise gar nicht das Geld, was am Ende in unserer Tasche landet. Es gibt nämlich noch ein RPM, Revenue per Mille. Und darum geht es eigentlich. Das heißt, Revenue-Umsatz, das ist der Umsatz, den wir tatsächlich machen. Und der ist in der Regel niedriger als der CPM. Warum? Naja, CPM ist das, was die Unternehmen an YouTube zahlen, aber YouTube nimmt sich einen Teil von dem Umsatz weg, in der Regel so 30%. Und dann sind einige Videos auch nicht monetarisierbar. Also Shorts sind aktuell noch nicht monetarisierbar. Bei einigen Videos ist die Monetarisierung ausgeschaltet, entweder bewusst oder weil YouTube das so entschieden hat. Das heißt, nicht alle Klicks sind tatsächlich monetarisierbar. Und deswegen ist der RPM niedriger. Aber ganz streng genommen ist der RPM die entscheidende Zahl. Das heißt, du brauchst die Klicks und den RPM. Um euch auch hier ein Beispiel zu geben, unser RPM liegt aktuell bei 7,05 €. Das heißt, wenn dieses Video 1000 Aufrufe bekommt, dann verdienen wir wahrscheinlich 7,05 €. Und dann steigen wir auch direkt in die Top 10 ein. Wer hat eigentlich wie viel verdient im Jahr 2020 auf dieser Plattform? Auf Platz 10 landet der YouTube-Kanal Der Fachwerker. Was macht Der Fachwerker? Das ist so ein Heimwerk-Fachwerk-Sanierer-YouTube-Kanal und der dokumentiert einfach seine Arbeit und lässt die Community daran teilhaben. Die Community-Größe, also die Anzahl der Abonnenten, liegt aktuell bei 80.000 und die Einnahmen in 2022 lagen bei 44.712,55 €. Auch als Selbstständiger muss nebenbei noch mehr Geld reinkommen, weil von den YouTube-Einnahmen kannst du alleine noch lange nicht leben. Ne? Also da kommst du so noch nicht hin. Obwohl man jetzt so, was ich ja schon meine, für so einen kleinen Kanal in Anführungszeichen mit etwa 77.000 Abonnenten, sind das meiner Meinung nach schon ganz ordentliche Zahlen. Auf Platz 9 landet der YouTube-Kanal von Celtix. Den Kanal kenne ich tatsächlich privat auch, weil ich immer mal wieder reinschaue. Der YouTuber macht regelmäßig so Selbstexperimente. Beispielsweise lohnt sich Sneaker-Reselling 2022 oder lohnt sich das McDonald's Gewinnspiel 2022 oder lohnen sich verlorene Luxuskoffer für 1.200 €. Das heißt, Celtix probiert einfach unterschiedliche Dinge aus und lässt seine Community daran teilhaben. Im Augenblick hat er ungefähr 350.000 Abonnenten und hatte im Jahr 2022 einen Umsatz auf YouTube in Höhe von 67.693,19 €. Ihr seht hier, die Zahlen schwanken relativ von 3.000 bis zu 6.000. Hier in der Mitte waren es so 3.000-4.000 € Average und dann ist es im August wieder so komplett hochgegangen auf 8.000, 8.000, 6.000, 10.000 und jetzt im Dezember sind wir derzeit bei so 5.000, 6.000. Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin an sich sehr, sehr zufrieden damit. Dafür, dass ich nur höchstens 4 Videos im Monat produziere, solche Zahlen sind wirklich absolute Spitze. Auf Platz 8 landet der YouTuber Torben Platzer und auch den kenne ich, weil mir immer mal wieder Videos vorgeschlagen werden, weil auch er selbst Experimente macht. Offensichtlich schaue ich persönlich gerne Selbstexperimente. Aktuell hat er ungefähr 250.000 Abonnenten und der macht so Videos, zum Beispiel, ich habe diese Live-Fußball-Manager-App mit Echtgeld gespielt. Oder aber er hat eine eigene App entwickeln lassen für 500.000 € und gibt da Einblicke. Und er kauft auch regelmäßig Coaching-Produkte von so Business-Coaches, die man normalerweise aus der Werbung von Vor-YouTube-Videos kennt und testet die und gibt da einen Einblick, was da tatsächlich dran ist und ob sich das Ganze lohnt. Und mit seiner Community
Community, also seinen 225.000 Abonnenten, hat er letztes Jahr natürlich auch Umsatz gemacht. Und zwar in Höhe von 72.852,96 €. Die kompletten YouTube-Einnahmen, die sind schon crazy. Auf Platz 7 landet der YouTuber Niklas Wilson. Und Willi, wie ihn viele nennen, würde sich selbst wahrscheinlich nie als YouTuber bezeichnen, denn Willi ist Fußballspieler. Er spielt aktuell bei Waldhof Mannheim, das ist sein Hauptjob. Aber er hat auch eine große Reichweite auf Instagram oder zum Beispiel auch auf YouTube. Und auf YouTube folgen ihm 370.000 Abonnenten und da lädt er regelmäßig zum Beispiel Reaction-Videos hoch. Aber zum Beispiel natürlich auch Fußball-Content bietet sich ja bei ihm an. Und auch er hat seine Einnahmen auf YouTube veröffentlicht und er hat einen Umsatz im Jahr 2022 gemacht in Höhe von 78.446,37 €. Die letzten 365 Tage. Wie schlecht? Ja, okay. Schlecht. Guck mal, das Ding ist, einer sagt ja, schlecht. Ja, ich habe keine Ahnung von YouTube. Ist das gut oder schlecht? Digga, das ist brutal. Ich habe jetzt übertrieben. Für YouTube-Videos ist das ja geisteskrank. Ja. Digga, du musst dir überlegen, ich bin Fußballer. Auf Platz 6 landet der YouTuber Rohat. Rohat lädt in erster Linie Unterhaltungskontent hoch und hat aktuell ungefähr 300.000 Abonnenten. Und mit diesen 300.000 Abonnenten hat er im letzten Jahr, also im Jahr 2022, einen Umsatz gemacht in Höhe von 120.119,07 €. Das heißt ungefähr 10.000 € pro Monat. Oh, hau mal rein. 120.100 Abo vs. Rohat. 3.280 €. Boah, das ist schon gut, ne? Mit einem Video, dann mit einem Vlog, Bruder, we made it. Dann um 2 Uhr nachts Ome TV. Habe ich 2,4K mitgemacht. Nee, die muss nicht. Und amerikanische Süßigkeiten testen. Das ist sogar noch neu. Ja, stimmt. Krass. Und ist schon bei 1,8. Ja. Alter, das ist geisteskrank. Und damit kommen wir in die Top 5. Auf Platz 5 landet ein großer FIFA-YouTuber und zwar Hamid Loco. Hamid Loco veröffentlicht, wie soll es auch anders sein als FIFA-YouTuber, Content rund um das Computerspiel FIFA und hat damit eine Community aufgebaut mit einer Größe von ungefähr 340.000 Abonnenten. Und offensichtlich läuft es finanziell bei ihm auch ganz gut, denn im letzten Jahr, also im Jahr 2022, hat er einen Umsatz gemacht in Höhe von 272.008,98 €. Also Platz 5 hat schon mehr als eine 250.000 € Umsatz nur mit YouTube AdSense gemacht. Ganz einfach rauskaufen. Ich schwöre auf alles. Ich habe dieses Geld noch nie auf meinem Konto gesehen. Ich schwöre auf alles. Ich habe dieses... Die Zahl auf dem Konto ist nicht mal annähernd das, Chat. Ich schwöre auf alles. Also, ich glaube, ich kann gut mit Geld umgehen. Aber wenn ich das hier sehe, denke ich mir so, boah, was habe ich mit dem Geld gemacht? Wo ist dieses Geld? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, Chat. Anscheinend kann ich doch nicht so gut mit Geld umgehen. Aber die Zahl sehe ich auch zum ersten Mal. Aber sieht krass aus. Sieht krass, krass, krass aus. Und auf Platz 4 landet der YouTube-Kanal Second Try, das heißt sein Zweitkanal von Trimax. Und auf diesem Zweitkanal veröffentlicht er in erster Linie Let's Plays. Das heißt, er spielt unterschiedliche Computerspiele und filmt sich dabei, kommentiert das und so weiter. Und dort hat er ungefähr 550.000 Abonnenten und einen Umsatz im Jahr 2022 gemacht in Höhe von 309.591,13 €. Das war nicht mein Kanal, ich bin offiziell mein Bruder, weil er hat das damals gemacht mit all den Videos, weil... gehört das. Wir gehen mal über das gesamte Jahr. What? Wieso hat denn der einen viel höheren CPM? Warum ist der CPM so gut? Digga, ich krieg für viel weniger Klicks viel mehr Geld. Ich schreibe meinen Bruder. Und damit kommen wir in die Top 3. Und auf dem dritten Kanal liegt wieder Trimax. Und zwar mit seinem Kanal TryReact. Also der Reaction-Kanal von Trimax. Und wie der Name schon sagt, der Content ist in erster Linie Reaction-Content. Das heißt, er reagiert auf andere Videos, kommentiert die und so weiter. Und auf diesem Kanal hat er 670.000 Abonnenten. Und er hat einen Umsatz generiert im letzten Jahr in Höhe von 353.736,12 €. Der Reaction-Kanal, 353.000 € durch Reactions. Das ist doch völlig krank. Ich habe diese Übersicht nicht gesehen, ne? Ich bin gerade selber baff, also... Das deckt sich, meine alle drei Kanäle. Warum haben die beide so eine krasse CPM? 353.000 Jahresumsatz auf dem dritten Account. Aber ich check gerade nicht, warum das mit so viel weniger Klicks so stark ist. Und auf dem zweiten Platz landet
Wieder Trimax, und zwar mit seinem ersten Kanal. Das heißt, Trimax liegt auf Platz 2, 3 und 4 mit seinen drei Kanälen. Auf seinem Hauptkanal hat Trimax 2,2 Millionen Abonnenten und auf seinem YouTube-Kanal gibt es ganz unterschiedlichen Content. Zum Teil sieht man auch da Let's Plays, aber er hat auch größere Events oder Serien. Zum Beispiel läuft aktuell eine Outdoor-Serie, die Nerd in the Dirt heißt, aber er hat auch ein großes Fußball-Event letztes Jahr veranstaltet und auch ein großes Box-Event, was er natürlich jeweils auch auf seinem Kanal begleitet und dokumentiert. Und mit seinen 2,2 Millionen Abonnenten hat er im letzten Jahr einen Umsatz mit dem Erstkanal gemacht in Höhe von 485.586,22 €. Ey Leute, das sind erstmal ganz kurz hier, Leute, das sind gewaltige Zahlen, gar keine Frage. Ich gehe da aber gerne sehr transparent an die Sache ran und lege das gerne alles offen. Da werden auch auf YouTube wahnsinnig viele Leute sauer sein, ganz klar. Aber ich mache halt mega viele Klicks. Es ist wirklich absurd. Ich sehe die Zahlen gerade auch zum ersten Mal. Ich bin gerade genauso baff wie ihr. Und auf dem ersten Platz liegt nicht Trimax, sondern ein anderer. Ein sehr großer deutscher Streamer, der früher als E-Sportler sehr erfolgreich war. Und zwar Elias N97. Elias Nährlich, so sein echter Name, hat auf YouTube 1,1 Millionen Abonnenten und lädt in erster Linie ja, Let's Plays und Unterhaltungsformate hoch. Und er hat im letzten Jahr einen Umsatz auf YouTube gemacht in Höhe von 736.796,59 €. Das heißt, er hat im letzten Jahr ungefähr eine 750.000 € nur mit YouTube AdSense-Einnahmen verdient. Ja, Freunde, das ist sehr viel Geld. Es ist ungefähr 1 Million € brutto mit YouTube in diesem Jahr. Das ist die nackte Wahrheit. Das ist sehr viel Geld. Brauchen wir nicht drum reden. Ich bin euch sehr dankbar. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. An dieser Stelle auf jeden Fall einmal herzlichen Glückwunsch an Elias, aber auch an alle anderen. Selbstständigkeit in Deutschland ist ehrlicherweise gar nicht so einfach. Man hat unglaublich viele bürokratische Hürden. Und ich respektiere jede Leistung von jedem erfolgreichen Selbstständigen in Deutschland. Und diese YouTuber sind ganz offensichtlich finanziell erfolgreich. Aber auf einen wichtigen Punkt möchte ich am Ende dieses Videos noch eingehen. Auch weil ich diese Aussage in so wahnsinnig vielen Einkommensvideos gesehen habe, dass ich es unbedingt loswerden möchte. Und zwar hört man immer wieder, dass YouTuber sagen, naja, das ist ja vor Steuern, da gehen ja dann nochmal 50% ab. Sind die Steuern schon abgezogen? Nee. Hälfte davon Steuern, ja. Das ist jetzt auch natürlich brutto, das heißt, da ist schon mal die Hälfte wieder bei weg. 40% oder so 45% Steuern ungefähr? Jeder muss Steuern zahlen, so ist es auch bitter, so teilweise, wie viel man zahlen muss. Das, sorry, ist Bullshit. Es gehen nicht 50% vom Umsatz ab. Also ich find's krass, wie viele Leute hier im Chat sagen, 50% Steuern ist zu viel. Oder das sind 48,5 oder sowas, ne? Denn das, was YouTube auszahlt, ist erstmal Umsatz. Und vom Umsatz kann ich alle Betriebsausgaben abziehen. Das heißt, jeder YouTuber kann davon das technische Equipment absetzen und Software. Gadgets, ne? Hacker-Dienstleistungen im Darknet. Und Reisen. Allein Katar hat über 10.000 gekostet, das heißt, das ist dann schon mal weg. Oder FIFA-YouTuber können die FIFA-Packs absetzen. Oder Trimax bei seinen großen Events kann auch alle Kosten für diese Events davon absetzen. Durch Gelder, die reinkommen, sind auch viele Projekte möglich. Fußball 100.000 Minus, Spiele-Sause war Minus. Viele, ich habe zum Beispiel, glaube ich, noch nie mit den Teammates was verdient. Man kann in Vorleistungen nehmen. Nerd in the Dirt hat auch 90.000 gekostet, alles zusammen. Das kann man erstmal auslegen. Dadurch sind geile Projekte möglich. Man kann schon allen möglichen Content einfach antreten, was geniales, auch wenn man am Ende da Minus macht, aufgrund der gesamten Videos, was einfach absolut heftig ist. Das heißt, alle haben ja auch viele Kosten und die können diese Kosten abziehen, bevor sie Steuern zahlen müssen. Das heißt, der Umsatz minus diese Betriebsausgaben, das ist dann erstmal der Gewinn. Und mit diesem Gewinn machen sie dann ihre Einkommensteuererklärung. Und in der Einkommensteuererklärung können sie auch alles absetzen, was wir alle absetzen können. Zum Beispiel die Rentenversicherung oder die Krankenversicherung oder Arztrechnung oder was auch immer. All die Dinge, die jeder absetzen kann, können natürlich auch diese YouTuber absetzen. Und dann ganz am Ende hat man in der Einkommensteuererklärung ein sogenanntes zu versteuerndes Einkommen. Und darauf wird die Steuer berechnet. Und dann gibt es auch noch zwei Steuersätze. Einmal den Grenzsteuersatz, das ist der höchste Steuersatz, weil wir haben einen progressiven Steuertarif. Ich verlinke dazu auch einmal oben rechts ein Video, wo ich den Unterschied erkläre und warum, wie sich das berechnet. Und dieser Grenzsteuersatz, der ist relativ hoch. Der liegt aber bei maximal 45% in Deutschland. Das bedeutet aber nicht, dass sie tatsächlich auch 45% zahlen. Denn es gibt auch einen Rechner vom Bundesministerium der Finanzen, den verlinke ich dir einmal unten. Und da trage ich einfach mal exemplarisch 100.000 € zu versteuerndes Einkommen aus. Und wir erinnern uns, der Umsatz muss deutlich höher sein, weil ich habe Betriebsausgaben, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastung und so weiter. Und wenn ich dann ganz am Ende ein zu versteuerndes Einkommen von 100.000 € im Jahr habe, dann liegt meine Grenzbelastung, ja,
bei 42%, aber mein tatsächlich gezahlter Steuersatz liegt dann bei 32,03%. Dazu kommt noch der Soli von 1,72%, aber die tatsächliche Steuerbelastung liegt dann nur bei 33,75%. Das ist jetzt auch nicht wenig, aber 33,75% ist ein Drittel und nicht die Hälfte. Und vor allen Dingen ist es ein Drittel ganz unten in der Berechnung und nicht ganz oben. Deswegen glaubt keinem YouTuber, der sagt, naja, da gehen ja 50% erstmal weg. Nein, die gehen ganz, ganz, ganz unten in der Berechnung weg. Und davor kannst du alle Kosten absetzen, bevor du Steuern zahlen musst. Ich hoffe, du fandest diese Liste genauso spannend wie ich und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, dieses Video war wirklich aufwendig, weil ich locker 40, 50 dieser Einkommensvideos angeschaut habe, um diese Top 10 Liste zusammenzustellen. Wenn du das Ganze spannend fandst, dann abonniere doch gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben. Wenn du irgendwelche Fragen zu Finanzen, Steuern, Buchhaltung und so weiter hast, schreib uns auch gerne einen Kommentar oder schau eins unserer weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. $104,000. Alhamdulillah. Mein Bruderherz, nimmt mal mit, oder Chat?